Hallo ihr Lieben, toll, dass ihr so fleißig an meiner Umfrage teilgenommen habt, zu welchem Bastelmaterial ich denn mal etwas zeigen soll. Rausgekommen sind sehr, sehr viele Materialien und ich werde davon einiges in nächster Zeit in Angriff nehmen. Starten werde ich heute mit den Prägefoldern, auch Embossing-Folder genannt. Ich sage direkt vorweg, also so sieht so ein Prägefolder aus. Und ich sage direkt vorweg, man benötigt dafür so eine Stanz- und Prägemaschine, ob das eine Sissix, Big Shot, eine Double Do, welches auch immer ist. Es gibt auch recht günstige, zum Beispiel beim Action und ich weiß, dass QVC Ideen mit Herz welche hat. Es gibt Spellbinders, glaube ich, ist eine Firma. Es gibt da ganz viele verschiedene Firmen. So, das erste, was ich euch heute zeigen möchte, ist, also, das habt ihr hier bei der Karte gesehen, da ist die Mitte nicht gestanzt. Wie kriege ich das hin? Oder eben auch, das funktioniert genauso, wie kriege ich es hin, dass ich zum Beispiel zwei verschiedene Embossing-Folder auf ein Blatt Papier bekomme. Das ist sehr, sehr simpel. Ich habe die Kamera jetzt mal sehr weit weggestellt, in der Hoffnung, dass ihr meine Maschine relativ gut sehen könnt. Das funktioniert, das ist doch schon mal schön. So, dann starten wir. Ihr braucht ein Blatt Papier, ihr braucht die Prägeschablone, mit der ihr arbeiten möchtet, und könnt die dann einlegen. Und zwar legt ihr die eben nicht komplett ein, wie man es normalerweise tun würde, sondern ihr legt sie eben nur ein zum Teil ein. Nämlich zum Beispiel so. Muss ich mal gerade ein bisschen spinzen. Dann legt man das da drauf. Deckt das Ganze mit einer Platte ab, kurbelt das anschließend durch die Maschine und dann habe ich es geschafft, dass eben nur ein Teil geprägt ist. Jetzt mache ich das Ganze, wiederhole ich einfach nochmal, indem ich die andere Seite jetzt reinlege. Also, ich lege das die andere Seite rein und lasse so eine große Lücke oder eben auch keine. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen zweiten Folder nehmen würde, dann würde ich keine Lücke lassen oder vielleicht trotzdem. Das könnt ihr entscheiden, wie halt ihr einen Stempelplatz haben möchtet und braucht. So, dann wieder die Scheibe drauf. Und einmal durchkurbeln. Dann haben wir, ich hoffe, man kann es sehen, den Effekt, dass hier in der Mitte nicht gestanzt ist. Könnt ihr das sehen? So, jetzt zeige ich euch noch zwei, drei Schritte mehr. Ich überlege gerade, ob ich euch jetzt näher ranhole. Ich glaube, das mache ich. Dann könnt ihr vielleicht besser sehen. Also, ich zeige noch mal. Könnt ihr das sehen? Hier in der Mitte ist nicht geprägt. Der Rest ist geprägt und jetzt habe ich die Möglichkeit, das hier noch ein bisschen einzufärben. Das möchte ich euch auch einmal zeigen. Und zwar nehmen wir da mal ein Schmierblatt. Wir nehmen hier, habe ich schon mal Farben vorbereitet. Ich möchte eine Muttertagskarte machen für meine Mama. Das habe ich ihr nämlich heute schon am Telefon gesagt, dass ich ihr heute noch ein Video widmen werde und eine Karte basteln werde, die sie dann quasi erstmal halt nur digital zu sehen bekommt. Und wenn wir uns irgendwann mal wieder treffen, dann bekommt sie es halt auch mehr zu sehen. Wenn ihr so ein Schwämmchen habt, Moment. So, habe mich anders entschieden. Das mit dem Einfärben zeige ich in einem anderen Video. Wir lassen diese jetzt wirklich so weiß, weil ich nämlich was anderes mit euch vorhatte. Weil ich wollte es wie bei dieser Karte machen. Ich wollte euch zeigen, wie man dann auch ja, einen Rand macht, ohne dass man dafür sogar nochmal spezielles Papier braucht. Also man kann da einfach normales weißes Papier nehmen. Und wie das geht, zeige ich euch. Aber jetzt kommt erstmal der Stempelabdruck drauf. Und den möchte ich gerne in drei Farben machen. Meine Mama steht auf grün-blau. Dementsprechend wird das jetzt ein grün-blauer Stempelabdruck. Gerade einmal die Stempel hier zu mir rüberziehen. Die Mitte des Stempels packe ich also auf das, also ich habe hell, mittel, relativ dunkel. Packe ich also hier in die Mitte. Dann das Ende packe ich in das Stempelkissen und den
umgekehrt, Anfang in das und Ende in das, sodass jetzt mein ganzer Stempel eingefärbt ist. Und jetzt drücke ich den ab. Ich mache mal gerade einmal einen Probeabdruck, weil ich glaube, ich habe den neu. Ja, man sieht den Farbverlauf gar nicht so deutlich. Habt ihr es gesehen? Ja, aber das ist okay. Also nochmal hier, hier und hier. Und dann kommt das hier in die Mitte. Jawohl, sehr schön. Und jetzt möchte ich das ja nicht einfach nur auf die Karte aufbringen, sondern ich möchte ganz gern eigentlich auch nochmal einen ganz ähnlich changierenden Hintergrund haben. Jetzt hat man selten passendes Papier greifbar. Also so wäre es mir jetzt zu langweilig. Deswegen möchte ich halt noch eine passende Mattung haben. Die soll aber genauso mehrfarbig sein wie der Stempelabdruck. Und das bekommt ihr hin, indem ihr ein Papier nehmt, irgendein Schwämmchen, das kann sowas sein, das kann ein Dabba sein, das kann aber auch ein Spülschwamm sein. Und dann nehmt ihr die hellste, mit der hellsten Farbe beginnt ihr, fangt auf dem Schmierpapier an und reibt es auf das andere Papier drauf. So. Dann macht ihr mit der nächsten Farbe weiter. Und immer von außen auf die Karte drauf, was nochmal den netten Nebeneffekt hat, dass der Rand relativ dunkel wird, was ich sehr, sehr schön finde. Und die nächste Farbe. So, und das reicht schon. Die Mitte müssen wir ja gar nicht machen, weil da ja die Karte drauf kommt. Ich könnte jetzt noch entscheiden, ich will es noch dunkler haben oder was auch immer. Also wenn es mir jetzt hier zu hell ist, dann könnte ich jetzt natürlich hingehen und das Ganze nochmal hier mehr nachfärben, dass ich hier am Rand mehr Farbe habe. Aber mir gefällt das schon sehr gut so. Deswegen lasse ich das so und klebe das auf. Und das Ganze kommt jetzt auf die Karte mit Abstandsband und dann ist die Karte schon fertig. Mit Abstandspads. 3D-Klebepads bin ich im Bild. Könnt ihr mich sehen? Nehme ich das einfach weg, dann könnt ihr es besser sehen. Ja, komm, packen wir da noch. So, ich werde jetzt jeden Tag, ich versuche es zumindest, es hängt ein bisschen davon ab, wie mein Schmerzlevel ist. Ich bin ja immer noch mit meiner Hüfte zugange, aber ich habe jetzt einen guten Arzt und einen guten Physiotherapeuten gefunden und ich habe das Gefühl, es geht in die richtige Richtung, bekomme noch Akupunktur. Ja, hier, seht ihr den blauen Fleck? Akupunktur, sage ich nur. Und schaut, fertig ist die Karte. Ich denke, sie wird meiner Mama gefallen. Die mag, wenn es nicht überladen ist. Man könnte jetzt hier einfach noch irgendwie was Glitzersteine hinmachen. Aber ich lasse es jetzt wirklich genauso schlicht, weil ich glaube, so gefällt es meiner Mama am besten. Ja, also mein Ziel ist es, jeden Tag ein Video zu machen. Ich würde morgen zeigen wollen, wie ich sowas einfärbe oder eingefärbt hinbekomme, dass das wirklich auch nochmal deutlicher zu sehen ist. Jetzt hoffe ich, dass die Kamera es gut einfängt und scharf stellt. Werde aber auch auf 30x30 Stencil eingehen. Habe ich ja eigentlich auch schon bei der Reliefpaste gezeigt. Habe ich auch mit so einem großen Stencil gearbeitet. Werde überhaupt nochmal mit Stenciln, also mit Schablonen arbeiten, weil da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten. Ich werde auch nochmal mit Designpapier arbeiten. Ich werde auch Resteverwertung nochmal aufgreifen. Also ich freue mich über all die Ideen, die ihr schon allein dadurch hervorgerufen habt, dass ihr Wünsche geäußert habt und kann euch nur ermuntern, weiterhin Wünsche zu äußern, was ich zeigen soll und mit welchem Material ich arbeiten soll. Denn umso mehr bin ich motiviert, euch da
viele Dinge zu zeigen. Ich werde die Frage sicherlich auch irgendwann nochmal wiederholen. Dann könnt ihr auch nochmal komplett neu einsteigen. Okay, bis dann. Tschüss.